sollten Sie mal wissen wollen, wie so das Leben des Elektroingenieurs ist, dann empfehle ich, den Dilbert. Er ist amerikanisch, ist auch ein bisschen amerikanisch. Ich habe ja ein Jahr in den USA auch nicht nur studiert, sondern auch gearbeitet. Da mal, es ist tatsächlich so, wie der Dilbert beschreibt. Also zu jedem Tag gibt es da so einen kleinen Comic-Strip und dieser Dilbert hier ist tatsächlich, diese Comicfigur ist ein Elektroingenieur. Man erkennt ihn normalerweise an der etwas komisch gebundenen Krawatte, zeige ich gleich vielleicht noch, und er bringt dann immer irgendwelche aktuellen Dinge gibt es seit ach, bestimmt 20 Jahren oder so. Es gibt auch Bücher von dem Scott Adams. Also sollten Sie mal wirklich wissen wollen, was Sie später so erwartet im Leben, im Berufsleben, dann ist das die richtige Quelle. Alles andere können Sie fast vergessen. Und das ist wirklich, man sagt ja so schön, dem Volk aufs Maul geschaut. Ne? Also es ist natürlich überzeichnet, ist ja auch ein Comic, nicht? Aber stimmt schon. Sieht man vom Dilbert noch irgendwie die Krawatte? Mal, das ist hier, das ist sein Chef. Ne? Das, ich sag nichts über Chefs. Warum hat er keine Krawatte mehr? Na egal. Gucken wir jetzt auch nicht nach. Also kommt eine ganze Menge auch über, im Moment über Smartphones und Social Media und so weiter, was man ja alles irgendwie nutzen kann. Naja. Sei es dahingestellt. So. Ich weiß nicht, warum ich mich hier immer verlaufe in meinen Folien. Das Ganze ist, auch wenn es jetzt nicht so scheint, und wir werden hier wahrscheinlich auch nur zweimal, also zwei Sitzungen lang hier mit den Folien arbeiten. Danach sind wir tatsächlich wirklich 100% im Buch. Den Anfang habe ich jetzt ein bisschen anders gestaltet, weil ich noch ein paar mehr Informationen etwas anders aufbereitet dazu packen wollte. Aber ist nicht so, dass ich jetzt hier Ihnen das Buch nur empfohlen habe und dann mache ich doch alles mit Folien oder so. Das wird sich zeigen, dass das eben nicht so sein wird. So, wir haben jetzt gesprochen. Zunächst mal über die Stromstärke. Das ist jetzt sehr ungünstig hier. Da muss ich mal sauber machen. Stromstärke hatten wir schon. I. Und wir hatten daraus etwas ungelenk abgeleitet, die Ladung als Q gleich I mal T, also der Strom, der irgendwo hinfließt. Das können Sie sich dann letztlich, wenn Sie wollen, so vorstellen wie so ein Wasserfluss, wie viel Wasser fließt mit der Geschwindigkeit dabei. Also letztlich Liter pro Minute, Sekunde, was immer die Einheit ist. Das wäre der Strom. Und wenn Sie einen Eimer unter den Wasserhahn halten, dann läuft der Eimer irgendwann voll. Und das, was Sie dann an Wasser haben, das ist die Ladung, also einfach aufgesammelt. Ne? Mehr ist das letztlich nicht. Ursprünglich, und so haben wir es jetzt in diskreten, ja, nee, eben gerade nicht in diskreten, sondern in kontinuierlichen Einheiten hier irgendwo fließen. So, so ist aber ja das Wesen nicht und das Wesen des Wassers eigentlich auch nicht. Wenn man das mikroskopisch betrachtet, kommen Sie ja irgendwann mal an Ladungsträger. Beziehungsweise an diskrete Ladungen. So, das war als mikroskopische Einheit die Elementarladung. Das ist das E gewesen, ist 1,6022 mal 10 hoch minus 19 Ampersekunden. Das ist entweder, wenn es negativ ist, die Ladung tatsächlich eines Elektrons oder wenn es positiv ist, die Ladung eines Protons. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel potenzielle Energie steckt denn in so einer Ladung drin? Energie einer Ladung. Können Sie sich auch so vorstellen, wenn ich irgendeine Masse in ein Schwerefeld halte, wie zum Beispiel diesen Stift, und lasse den Stift jetzt runterfallen, dann knallt er irgendwann auf den Boden und der physikalische Grundsatz ist ja, je sit, desto bumm, also irgendwann schlägt er unten auf und je höher ich ihn fallen lasse, desto schneller schlägt er unten auf und je höher ich ihn hebe, desto höher ist die potenzielle Energie.
So, gibt's. Müssen wir die Zahl wissen? Ja, welche Zahl? 6 mal 10 hoch minus 19? Oder? Ja, wissen Sie doch gerade schon. Nein, auswendig. Ja, wissen Sie doch gerade. Oder haben Sie es gerade abgelesen? Steht hier. Pff, nö. Elektronenvolt ist eine Scheißeinheit. Also für diese Vorlesung hier, nee, die müssen Sie nicht auswendig wissen. Relativ wenig auswendig wissen. Zusammenhänge sind wichtig, aber damit arbeiten wir eigentlich auch nicht mit der Lade, mit 1,60217 oder so war das, ne? Oder 1,8. Gibt es irgendwas, was man auswendig wissen muss in diesem Semester? Glaube nicht. Also zumindest nicht solche Zahlen, das macht auch wenig Sinn. Wo waren wir jetzt? Achso, jetzt ist die Frage ja, wenn Sie irgendwie in einem Schwerefeld unterwegs sind, dann haben Sie ja, naja, irgendwie eine Arbeitsfähigkeit, letztlich eine potenzielle Energie, dieses Masseteilchens hier oder dieser Masse hier in dem Schwerefeld irgendwo. Das ist natürlich mal die allererste Frage, wenn Sie in der Mechanik unterwegs sind, mit dem Schwerefeld, da ist ja die kinetische Energie gleich M mal G mal H. Und das hier ist natürlich die Masse. Ja, genau. Oben steht es auch drüber. Und das hier ist ein, ich nenne es einfach mal ein Koeffizient. Der hängt zum einen natürlich davon ab, wie sich das Schwerefeld hier bewegt. Also das ist eben die Erdanziehungskraft hier an der Stelle. Und das ist, wo Sie sich in diesem Schwerefeld befinden. Wie ist das in der Elektrotechnik? Man stellt fest, dass die potenzielle Energie einer Ladung gleich Q, na, proportional zu Q ist. Und das hier ist die Ladung. So, wenn das proportional ist, dann kann man natürlich auch schreiben, dass das ein linearer Zusammenhang ist, also U mal Q. Das U ist jetzt nicht ganz zufällig gewählt, nicht? Man hätte da jetzt auch irgendwie ein kleines C oder sonst was hinmachen können, sondern das hier ist nichts weiter als ein Vorfaktor, genauso oder ein Koeffizient, genauso wie das da oben, das G mal H war. So, und dieses U kann man auch mit Phi oder sowas abkürzen. Das nennt man auch die Spannung. Ist also nichts weiter als der Koeffizient, der die Arbeitsfähigkeit der Ladung beschreibt. Nicht mehr und nicht weniger. Man tut sich normalerweise sehr, sehr schwer zu erklären, was ist Strom. Man tut sich sehr leicht zu erklären, was ist Strom. Man tut sich sehr leicht zu erklären, was ist Ladung. Normalerweise tut man sich sehr, sehr schwer zu erklären, was ist Spannung. Weil Spannung nämlich ein sehr abstrakter Begriff ist, nämlich genau das, was hier steht. Und nicht mehr und nicht weniger. So, diese Äquivalenzen habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Sie können das auch als eine Energieänderung beschreiben, wenn Sie eben von einem Niveau auf ein anderes Niveau eine Ladung bewegen, dann würde man das Ganze hier mit Phi abkürzen, denn Phi ist eigentlich das mit dem Potential gemeint und U meint schon die Spannung, also letztlich schon die Differenzen. Wenn Sie sich das bildmäßig vorstellen wollen, ich habe jetzt nicht sonderlich tief hier erklärt, was denn die Entsprechung des Schwerefeldes ist. Nun, das ist einfach das elektrische Feld, das dürfte dem allermeisten in der Schule schon mal begegnet sein. Das elektrische Feld E ist Thema fürs dritte Semester eigentlich, deswegen ist wieder einer der Punkte, wo eigentlich die elektrische Energie verkehrt rumsteht. Weil eigentlich müssten wir mit dem elektrischen Feld anfangen. Wir überspringen das oder spulen eigentlich schnell vor und gehen über zur Spannung. Und wenn wir da mal so einen Ladungsträger haben, den man hier so ein bisschen bewegt, in diesem Schwerefeld hier, dann hat der hier ein Potential Phi 1, ein Potential Phi 2, Phi 3, Phi 4, unterschiedliche. Und die
Potentialdifferenzen respektive Spannungen von dem Punkt zu dem Punkt ist eben ein Delta Phi 1, 2, Delta Phi 2, 3 und so weiter. So. Jetzt können wir eine Lücke auffüllen, die wir eben gelassen haben, nämlich die Frage, was ist die Einheit der Spannung? Das mache ich lieber hier, als dass ich das auf der Folie zeige. Kommt auf den nächsten. Wir können ja einfach mal anfangen, dass wir hier die Einheit der potenziellen Energie hinschreiben. Das ist Joule. Und das ist natürlich die Einheit der Spannung mal die Einheit der Ladung. Ja, und die Einheit der Ladung ist Ampere Sekunde. Das heißt, wir können hier auflösen, dass die Einheit der Spannung ist Joule pro Ampere Sekunde. Damit sind wir noch nicht in den Basiseinheiten, sondern wir müssten jetzt erstmal noch das ganze Joule auseinandernehmen. Können wir hinschreiben, Kilogramm, Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat durch Ampere Sekunde macht Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Sekunde hoch 3. So, das ist die Einheit der Spannung. Das ist aber ein bisschen unhandlich, weil keiner würde irgendwie sagen, wir haben eine effektive Spannung hier im Hausnetz von 230 Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Sekunde hoch 3. Und wir garantieren Ihnen eine Spannung von etwa 230 Quadratmeter pro Ampere Sekunde hoch 3. Das ist ein bisschen sehr, soll ich sagen, unhandlich. Und deswegen hat man das auch zu Ehren von Alexander Graf von Volta einfach Volt genannt. Das ist Ihnen jetzt sicherlich ein Begriff. Und es hat Sie wahrscheinlich eher verwundert, warum ich diesen komischen Umweg gegangen bin über die Kilogramm und so weiter. Aber wir müssen in dem kohärenten SI-System natürlich auch wissen, was eben diese Spannung ist. In einem Wort beschrieben, die Verbindung zwischen der Ladung und der Energie im elektrischen Feld. Die Einheit abgekürzt Volt, aber ausgeschrieben in Basiseinheiten, genau das, was hier steht. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen hier schon fast im Griff. Dieser Volta hier, da steht es nochmal ausgeschrieben, das ist eben der mit den Froschschenkeln. Also wer die Geschichte kennt, also der hat es irgendwie geschafft, auf chemischem Wege die erste Batterie zu bauen. Das ist jetzt hier so eine voltasche Säule. Im Prinzip sind es zwei Materialien mit unterschiedlicher Elektronegativität, die über ein Elektrolyt, das war glaube ich irgendwie so in Papier getränkter Zitronensaft oder sowas, kann man eine Batterie aufbauen. Dann hat man eben hier zwischen diesen beiden Polen, und wenn man davon mehrere aufeinander stapelt, kriegt man eben eine größere Spannung und hat eben diese voltasche Säule aufgebaut. Und wenn man jetzt eben diese beiden Dinge hier an so einen Froschschenkel anlegt, dann fängt er an zu zucken. Das hat er herausgefunden. Also das war so sein erster Nachweis von elektrischer Spannung. Die Geschichte hinter der elektrischen Spannung, wenn Sie ein paar von den Links folgen, die ich Ihnen da zusammengestellt habe auf Moodle, dann kommen da so ein paar skurrile Sachen raus, dann wird Ihnen das auch noch gezeigt worden sein. Elektrizität am Anfang war was für Zirkus. Also man hat diese elektrischen Effekte rausgefunden, dass einem die Haare zu Berge stehen, dass man so einen Schlag kriegt oder so, ne, und das... Oder dass man Sachen damit schweben lassen kann, also so Papierkügelchen schweben und so über die Kräfte, die im elektrischen Feld herrschen. Und das war eben was für Gaukler, Zirkusleute und so. Einen praktischen Nutzen hat das erstmal noch gar nicht gehabt. Und insofern kann man dies mit dem Froschschenkel auch so sehen, nicht? Also da hat halt der Froschschenkel gezuckt. So, toll. Er hatte auch Kohle genug, dem nachlaufen zu können. Hat ja in der Zeit auch genug Leute gegeben, die nicht diese Freiheit hatten, die dann zusehen mussten, wie sie was zu futtern kriegen. Und das war ihm eben vergönnt, dass er das nicht machen musste, sondern er konnte sich mit Froschschenkeln beschäftigen, ne? Ohne sie essen zu müssen. Und der Lohn war dann eben oder ist dann irgendwann gewesen, dass man eine Einheit nach ihm benannt hat.
So, damit haben wir jetzt die ganz wesentlichen Größen, elektrischen Größen, zusammengefasst. Elektrische Größen, nämlich die Stromstärke und die Spannung und auch noch die Ladung. So, eine fehlt noch und dann haben wir sie auch alle komplett. Damit wir uns damit auseinandersetzen können, müssen wir uns mit dem Mechanismus der Stromleitung nochmal auseinandersetzen und verstehen, warum es Stromleitung überhaupt gibt und was die Voraussetzung dafür ist. Das kann man sich schon fast denken, nicht? Weil gefrorenes Wasser lässt sich auch nicht im Schlauch bewegen. Sie brauchen also irgendwas, was sich bewegen lässt. Also sei es eine Flüssigkeit oder Teilchen, die sich bewegen lassen können oder sowas. Und dann müssen wir anfangen, damit zu rechnen oder so ein bisschen Verständnis haben, wann denn eigentlich was sich besser bewegt oder einfacher bewegt oder so. So, zu den Ladungsträgern. Ich hatte das eben schon mal erwähnt. Und in der Historie spielt der letzte Punkt eigentlich die größte Rolle. Wir haben die Elektronen. Elektron ist abgeleitet vom griechischen Bernstein, also dem griechischen Wort für Bernstein, weil man eben herausgefunden hat, dass man, wenn man Bernstein an irgendwie Katzenfell oder so reibt, Katzen haben sie damals ja auch schon, dann lädt sich das irgendwie auf und dann kann man damit tolle Effekte machen. Also es ist jetzt kein so neuer Effekt, der so hier auf das 18. Jahrhundert oder sowas zurückgeht. Sondern durchaus ein Effekt, den man schon lange, lange, lange kennt. Blitze gibt es ja auch schon, also bevor es Menschen gab, gab es ja schon Blitze. Auch das ist ja nichts weiter als ein elektrischer Effekt. Dass man das Unteilbare, also das Atom teilen kann, auch in Protonen, hat man erst später herausgefunden. Und sie finden eben hier Elektronen, die typischerweise beweglich sind. Protonen, die typischerweise fest sind in einem Körper drin und sich eben nicht bewegen lassen, deswegen auch für die Stromleitung als solche keine Rolle spielen. Und als dritte Klasse, und das war das, was eben hier die Leute wie Ohm, Volta und so weiter bewegt hat, die Ionen. Also man hat tatsächlich festgestellt, dass man in einer Flüssigkeit, kann man ja auch heute noch, nicht? Sie nehmen ein bisschen Salzwasser, da haben sie dann Ionen drin, also Na plus, Cl minus, also Natrium positiv geladen, Chlor negativ geladen und dann können sie durch Salzwasser auch Strom durchleiten. Und das blubbert sogar und je nachdem, wie das blubbert, können sie damit sogar messen, wie viel Ladung denn da durchgegangen ist durch diese Elektrolytflüssigkeit. Also hier hat man auch tatsächlich Bewegung von, naja, eben Ionen, also von geladenen Teilchen in einer Flüssigkeit drin. Und die Voraussetzung für Stromleitung ist eben immer genau das. So, nun gibt's. Jo. Ja, habe ich schon gesagt, Na+. Nein, aber da steht jetzt nur mit Atomkerne, den Elektronen fehlen. Das sind. Es gibt auch negative, Entschuldigung. So. Ja. Ja. Ja, also Sie meinen jetzt negative, ja. Ja, natürlich. Was ist jetzt der Hintergrund der Frage? Das verstehe ich nicht. Also ja, der Satz ist nicht vollständig, falls Sie das hören wollten. Nö. Das, was Sie als Ion kennen, also ein geladenes Atom oder Molekül. Da, wo die Summe der positiven Ladung nicht der Summe der negativen Ladung entspricht, falls Sie es genau wissen wollen. So. Vielleicht formuliere ich das mal ein bisschen um. Das war jetzt ein bisschen so aus der Hand, aus dem Arm geschossen. Spielt auch eigentlich für den Fortgang der Vorlesung kaum eine Rolle. Der Punkt ist, Sie brauchen irgendwas, was sich bewegt. Positiv oder negativ geladen, groß oder klein, mehr Atome drin, weniger Atome drin, spielt gar keine Rolle. Es muss sich bewegen können. Und das kann ein Ion in einer Flüssigkeit, in einem Elektrolyt. Das kann ein Proton in einem Kristall aber nicht. Und das kann eventuell ein Elektron, wenn es denn frei wird.
Aber auch nicht jedes Elektron ist frei. So, wir beschäftigen uns meist einfach mit festen Körpern. Die Leitung in Elektrolyten spielt kaum noch eine Rolle, eigentlich gar keine, nur noch so ein bisschen eine Verschiebung im Elektrolytkondensator. Ansonsten nutzen wir das technisch relativ wenig. Sie wissen, und da wollte ich Sie eigentlich nur abholen bei dem, was Sie aus der Chemie vielleicht kennen, wenn Sie da schon Leistungskurse oder sowas gehabt haben, dann ist das kalter Kaffee für Sie. Wir haben verschiedene Arten von Atomen. Okay, Sie kennen das Atommodell, das zumindest das nach Bohr, wo die Atome scheinbar auf irgendwelchen Schalen um den Atomkern, drum, die Elektronen auf einem Atom, auf Bahnen um den Atomkern drumherum kreisen. Das ist so eine kleine Fritzchenvorstellung, als würden Sie das wirklich so in Kreisbewegung tun. Real wissen Sie vielleicht aus dem Chemie- oder Physikunterricht, dass das so nicht ist, sondern dass es da Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen in gewissen Wolken um den Atomkern drumherum gibt. Nun, für uns reicht völlig aus, davon auszugehen, dass es diese Kreisbewegung der Elektronen gibt, so ähnlich wie das Planetensystem. Und da gibt es dann eben innere Bahnen und äußere Bahnen, also Bahnen, die dichter am Atomkern sind, die sind natürlich fester gebunden. Und es gibt welche, die äußer sind, das sind dann die Valenzelektronen, das sind auch die, die in der Chemie beteiligt sind, an den Bindungen, an die inneren Schalen, an die Elektronen, die fester an den Kern gebunden sind, kommen sie in der Chemie eigentlich gar nicht dran. Erst wenn sie die Chemie ausschalten durch hohe Temperaturen und hohe Energien oder sowas, dann sind sie irgendwann in der Lage, da auch dran zu kommen. So, diese Valenzelektronen, die können unterschiedlich stark gebunden sein und die sind dann letztlich auch entscheidend dafür, ob es einen Leiter gibt oder einen Lichtleiter gibt. Wenn die nämlich festgebunden sind, ganz fest an den Atomkern im Kristall drin, dann wird da nichts stattfinden. Dann brauchen Sie zu viel Energie, um so einen Ladungsträger freizukriegen und den Ladungsträger ja irgendwie von seinem Atomkern so zu entfernen, dass Sie den frei durch den Kristall, wie das amorphe Medium durchbewegen können. Wenn der sehr locker dran gebunden ist, was eben bei den Metallen der Fall ist, dann kann es sein, dass Sie auch bei Raumtemperatur, also bei relativ wenig Energiezufuhr, die Dinger schon frei beweglich kriegen und die irgendwann in dem Kristall frei rumschwirren können. Und das ist die Voraussetzung für Ladung. Haben Sie die nicht frei, also keine freien Elektronen zur Verfügung, dann liegt erst einmal ein Nichtleiter vor. Also ist nichts da, was leiten kann, auch die Temperatur nur schlecht leitet, den elektrischen Strom auch nur sehr, sehr schlecht leitet. Sie werden da keinen signifikanten Stromfluss durchkriegen. Sie können das ein bisschen ändern, indem Sie hohe Energie zuführen, also das Ganze in ein sehr starkes elektrisches Feld setzen oder hohen Temperaturen aussetzen, dann kriegen Sie vielleicht das ein oder andere Elektron frei. Und je eher Sie das frei kriegen oder wenn Sie es früh frei kriegen, reden wir vielleicht von einem Halbleiter, wenn das erst bei sehr, sehr hohen Energien passiert und sehr hohen Feldern passiert, dann reden wir hier von echten Nichtleitern. Der Übergang ist also fließend und reine Definitionssache. Während wenn Sie bei Raumtemperatur und eigentlich noch keinem Feld vorhanden, da schon signifikant Ladungsträger frei haben, dann reden wir hier von Leitern. Und das sind typischerweise die Metalle und eigentlich nur von denen reden wir hier. An der Leitung, noch ein Rechtschreibfehler, können auch, und das ist bei Halbleitern im Wesentlichen so, Fehlstellen beteiligt sein. Da redet man auch zum Teil von positiven Leitungen oder von positiv dotierten Materialien, wo es eine sogenannte Löcherleitung gibt. Da sind dann nicht wirklich positive, also Protonen unterwegs, die sich bewegen. Die können das nämlich nicht. Die bleiben nach wie vor im Kristallverbund. Da redet man einfach von einem nicht vorhandenen Elektron, das sich bewegt. So wie sich ein Elektron von einer Richtung in die andere bewegen kann, wenn wenig Elektronen da sind, kann es natürlich auch andersrum sein. Sie haben ganz, ganz viele Elektronen und irgendwo fehlt eins. Dann bewegt sich eben dieses Loch da zwischen den Elektronen. Es ist nur eine Frage der Sichtweise. Und diesem Loch können Sie natürlich eine positive Ladung zuordnen, wenn Sie das wollen. So, damit man mal weiß, wovon man hier redet, auch von wie vielen freien Elektronen man hier redet, habe ich mal so ein paar typische Materialien, die in der Elektrotechnik auftauchen, aufgeschrieben hier.
Und da dann auch die Elektronendichte noch mit dazu gepackt. Die Beweglichkeit als solche brauchen wir nicht. Die letzte Spalte brauchen wir auch noch nicht. Eisen hat hier, das sind 10 hoch 28, erinnert sich noch einer, was das war? Gab es gar nicht, ne? Tauchte gar nicht mehr auf der Liste. Ha? Nochmal drüber, ja. Also hat 10 hoch 28 Atome pro Kubikmeter und hat dann eine Elektronendichte, die kann man ausrechnen, von 17 mal 10 hoch 28. Also es sind richtig viele, das ist der Punkt. Es sind richtig viele Elektronen unterwegs. Womit wir meist arbeiten, sind hier, das können wir uns nicht leisten, sind die beiden hier, Kupfer und Aluminium. Beides relativ gute Leiter. Kupfer noch ein bisschen besser, aber auch teurer und schwerer. Mit 8,5 mal 10 hoch 28 Elektronen pro Kubikmeter. Nur haben wir selten Kubikmeter Kupfer wirklich vorliegen, ja. Also wenn ich mir jetzt Eisen anschaue, dann heißt das, dass quasi für jedes Atom, das eben in meinem Leiter vorhanden ist, zwei Elektronen. Jo, das heißt das im Prinzip. Und hier ist es einer. Im Gegensatz dazu haben wir hier die typischen Halbleiter. Silizium tauchte ja schon ein paar Mal auf hier. Da haben wir, das sind immer noch eine riesige Zahl, aber es ist wesentlich weniger als das, was wir hier haben. Das ist nämlich ein 10 hoch 12 von dem. Also das sind 1, 2, 3, 4, 3er Schritte da, die da fehlen. Ne? So, und das ist eben auch der Punkt hier im Unterschied zwischen den Metallen, den echten Leitern und den Halbleitern. Da sind schlichtweg wesentlich weniger Elektronen frei. Also wie viele Elektronen insgesamt da sind, spielt gar keine Rolle. Das ist ja eine Frage des Atombaus und so, sondern wie viele von denen frei sind. Und das sind hier bei den Halbleitern eben wesentlich weniger, als das beim Kupfer ist. Der Vorteil ist hier, da das hier so wenige sind, kann man durch gezielte Verunreinigung, ist aber ein Thema fürs zweite Semester, kann man durch gezielte Verunreinigung hier diese Zahl erheblich beeinflussen. Da oben können sie nicht viel tun. Ne? Also da hat ohnehin jedes Atom bringt ein freies Elektron mit oder sogar zwei oder drei. Ne? So, da kannst du nichts mehr machen. Aber hier, da sind es eben ganz, ganz wenige nur, die da überhaupt freie Elektronen liefern. Das ist statistisch bedingt und liegt nur an der thermischen Energie, die zugeführt wird. Wenn sie Temperatur ändern, werden das hier deutlich weniger oder mehr. Und hier können Sie, wenn Sie da jetzt entsprechende Materialien da reintun, eben beeinflussen, ob Sie hier 10 hoch 16 haben oder auf 10 hoch 20 oder 23 oder sowas hochkommen. Da können Sie dann eine ganze Menge dran tun. So, die Zahl selber alleine macht es aber nicht. Sondern es geht auch noch darum, wie sind Sie denn in der Lage, die Elektronen überhaupt zu bewegen? Also wie können Sie, wenn Sie eine Spannung anlegen und da so ein Feld oder sowas da daran packen, wie sind Sie überhaupt da in der Lage, das Teil zu bewegen? Um da kurz auf ein Bild einzugehen, nicht? Ich meine, es spielt eine erhebliche Rolle, wann Sie auf der Autobahn unterwegs sind. Ne? Wenn Sie am Freitag Nachmittag das irgendwie machen mit ganz, ganz vielen und dann vielleicht auch noch ein paar Idioten dabei, die in der Baustelle unbedingt eine Panne haben müssen oder so, dann ist die Beweglichkeit begrenzt. Und relativ wenig. Dann sind zwar ganz viele unterwegs, die lassen sich aber nur sehr schwer bewegen. In diesem Fall Autos. Aber das ist bei Elektronen auch nicht anders. Ne? Wenn Sie das meinetwegen sonntags nachts um zwei machen oder so, dann sind relativ wenig Autos unterwegs. Also die Menge der Autos, die Sie so über die Autobahn kriegen, ist auch gering. Aber das einzelne Auto, das ist ganz schön beweglich. Ne? Das kann ganz schön schnell unterwegs sein. Und das ist, drückt im Prinzip hier die nächste Zeile, die Zeile hier aus. Nicht? Wie schnell können Sie denn die Elektronen bewegen? Und es ist tatsächlich so, dass das liegt aber nicht an der Anzahl der Elektronen, sondern an der Kristallstruktur. Es ist tatsächlich so, dass diese wenigen Elektronen hier sehr, sehr leicht bewegt werden können und sehr leicht beschleunigt werden können. Es liegt einfach daran, dass das sehr reine Kristalle sind in der Regel, die wir hier haben. Insbesondere Silizium kann sehr, sehr sauber gewachsen werden. Da liegen die Atome. Rümpfe, die Atomkerne sehr schön geordnet. Und dann gibt es zwischen den Atomrümpfen hindurch, stellen Sie sich das so klein fritzelmäßig vor, einfach saubere Kanäle, da kann so ein Elektron einfach durchschießen. Nicht? Das ist eine schön aufgeräumte Autobahn. Während beim Kupfer, das ist ja meist so ein bisschen amorph, nicht unbedingt in einem Einkristall vorhanden, nicht, sondern da wächst dann hier mal was und dann liegt da ein Proton und so weiter. Also der Atom, der Aufbau ist nicht so sauber wie eben hier bei Silizium und Germanium.
Das heißt also, Sie stellen sich so vor wie so eine Autobahn mit einigen Baustellen zwischendurch, die sich vielleicht auch noch ändern und so. Da ist dann die Beweglichkeit auch deutlich geringer. Da sind zwar sehr viel mehr Autos respektive Elektronen unterwegs, aber die sind eben wesentlich schwerer zu bewegen, weil die durch Schlaglöcher durch müssen, um Schlaglöcher dran vorbei müssen, an Baustellen vorbei müssen und so, während es hier bei den Halbleitern sehr aufgeräumt ist. Sie können Halbleiter auch unaufgeräumt kriegen, also wenn Sie einfach eine Schaufel Sand nehmen oder so und daraus ein Siliziumkristall, eben kein Einkristall wachsen lassen, sondern sowas Amorphes oder so, dann haben Sie da auch die geringe Anzahl Elektronen und auch noch die geringe und auch noch zusätzlich eine geringe Beweglichkeit. So, all das zusammen führt natürlich dazu oder zu einer Aussage, wie gut lässt sich jetzt Strom durch dieses Material durchleiten. So, auf die Formel müssen wir gar nicht eingehen. Da, die ist relativ unwichtig. Sondern einfach nur auf das grundsätzliche Verständnis, auch ohne die Zahlen, die brauchen wir nämlich eigentlich auch nicht dafür. Nur das grundsätzliche Verständnis, was brauchen Sie, um eine vernünftige Leitfähigkeit, um die Elektronenleitung hinzukriegen. Sie brauchen zum einen überhaupt freie Elektronen, Sie brauchen überhaupt Autos, sonst passiert nichts. Und Sie brauchen eben auch eine freie Bahn, sonst passiert auch nichts. So, jetzt wird, und da kommen wir auf einen physikalischen Effekt, den schon Ohm entdeckt hat, hat er aber nicht richtig analysieren können damals, kommen wir auf einen Effekt, wie verhält sich das Ganze mit der Temperatur? Also zunächst mal das linke Bild. Wenn ich jetzt einen Metall nehme, so ein Kupfer oder so, dann habe ich da richtig viel Elektronen drin. So, wenn ich das warm mache, das ist wirklich messbar, das ist ganz klar messbar, wenn ich das wärmer mache, dann fängt das an, hier so von den Atomrümpfen an sich zu bewegen. Also innerhalb ihres Gitterverbundes fangen die an, so ein bisschen hin und her zu schwingen. Die ändern nicht ihren Platz wirklich, sondern sie zittern nur so ein bisschen hin und her. Und wenn sie das tun, dann wird die Wahrscheinlichkeit, stellen Sie sich einfach vor, so ein Bauarbeiter, der mal so eine Barke so mitten auf die Fahrbahn stellt und wieder wegnimmt oder so, ne? So, weil ihm gerade zu warm wird. So ist das mit den Dingern auch. Dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Elektron sich irgendwie hier mal so einen Atomrumpf trifft und dann da irgendwie abgebremst wird, wesentlich größer. Das heißt also, die physikalische Vorstellung ist schon so, durch thermische Einflüsse fangen diese Atomrümpfe an, sich zu bewegen. Die Kollisionen nehmen zu. Und damit wird es schwieriger, Elektronen durch das Material durchzukriegen. Also die Beweglichkeit der Elektronen nimmt ab und damit ist es eben auch einfach, ja, wie ich eben schon sagte, schwerer, da was durchzukriegen. So, wie kann man das besonders züchten? Da nehmen wir mal jetzt das rechte Bild hier. Das hier ist so ein mikroskopisches Bild von der Vorstellung, wie so ein Elektron sich dadurch bewegt. Ist vielleicht auch nicht sonderlich toll, aber als Bild reicht es erst einmal. Nehmen wir einen Leiter hier, ganz bewusst, stellen Sie sich rund vor, ne? Also habe ich jetzt nicht gezeichnet, einfach rund und da folgen wir diesen Bahnen einfach mal nach. Das sind die Stromlinien, können Sie auch in einer einfachen Vorstellung einfach als Elektronen, Flugbahnen oder Bewegungsbahnen durch das Material durchsehen. So, jetzt gibt es hier eine Verengung. Ja, was passiert da? Die werden sich dichter aneinander schmiegen müssen. Die Elektronendichte wird jetzt, nee, die Elektronendichte wird eben nicht zunehmen müssen, aber die Stromdichte wird zunehmen müssen. Also mehr Elektronen müssen hier jetzt durch, müssen eventuell sogar schneller dadurch bewegt werden. Nicht? Also doch, das können Sie sich natürlich auch eine Autobahn vorstellen, nicht? Wenn dann plötzlich von drei auf eine oder zwei Fahrspuren verengt wird, dann wird es eben da ein bisschen schwieriger, dann führt es eben auch mehr zu Reibung und auch mal zu Ärger. So, diese Bilder reichen eigentlich als grundsätzliche Vorstellung schon des Stromes und der Stromtransports oder des Elektronentransports. Um zunächst mal beim Strom anzufangen und da mal so ein Gefühl zu kriegen, von was reden wir hier eigentlich, von welchen Größen reden wir? An der Stelle stelle ich immer gerne die Frage, wie viel Strom kommt eigentlich aus der Steckdose? Ja? Ja, sagen Sie mal. Ja?
Kleinigkeit, ja. Aber auch nicht jede. Nicht? Ja. Nö. Ja, das ist eigentlich die richtige Antwort. Nicht? Also alles war irgendwie so ein bisschen richtig. Kann man drüber streiten, ob ein Kurzschluss wirklich Verbraucher ist. Also ein richtiger Verbraucher ist das, wenn es ein richtiger Kurzschluss ist, ist das nicht. Also ich warte immer drauf, ist aber über die Jahre noch nicht passiert. Ich warte immer drauf, dass mal einer sagt 230 Volt. Das ist aber noch nie passiert. Die Leute sind doch, sie wissen in der Regel besser Bescheid, als ich ihnen das erstmal unterstellt habe. Nee, die Antwort ist ja völlig richtig. Das ist bestimmt der Verbraucher. Bei Mechatronikern ja. In der Ausbildung denken es manche noch beim Abschluss. Ja, kann sein. Ne? Aber wie gesagt, hier ist es über die Jahre, im ersten Semester stelle ich über Jahre diese Frage, ist es noch nicht passiert, dass sich einer damit gemeldet hat. Der Verbraucher bestimmt es. Das ist erstmal die wirklich richtige Antwort. Ja? Je nachdem, wie viel er denn da braucht oder zulässt bei 230 Volt Spannung, die an ihm anliegen. Und auch die Antwort mit den 15 oder 16 Ampere, Kleinigkeit, ist richtig. Es gibt eine Sicherung, die dafür sorgt, dass das begrenzt wird. Was schützt denn die Sicherung? Die Leitung. Ja, genau, nur die Leitung, nichts anderes. Die Sicherung ist so bemessen, dass die Leitung, wenn sie diesen Strom führt, nicht überhitzt und nicht dafür sorgt, dass das Haus abbrennt. Das ist der Sinn der Sicherung. Oder die Leitung durchschmort oder sowas. Ne? Die Sicherung ist nicht dafür da, den Verbraucher zu schützen oder so. Im Lichtstromkreis schützt die Sicherung auch den Schalter. Weil der schon bis 10 Ampere ausgelegt zum Beispiel. Ja, also. Je nach müsste man im Lichtstromkreis 10 Ampere Sicherung verbauen, obwohl sie um 16 Ampere Sicherung ist. Also mit Leitung ist gemeint die verlegte Infrastruktur. Ne, also eigentlich auch die Mehrfachsteckdosen, die dann da kommen könnten. Ne? Also eine Mehrfachsteckdose, wenn die dann eben auf 16 Ampere ausgelegt ist, dann könnten sie theoretisch so viele daran stecken, wie sie wollen. Wenn die 16 Ampere an irgendeiner Stelle dann mal da abgerufen werden, dann fliegt da die Sicherung raus, kann nichts passieren. Dummerweise gibt es viele Mehrfachsteckdosen, die diese 16 Ampere nicht abkönnen. Das ist eher das Problem, nicht? Insbesondere wenn Sie die mit CE, also China Export, kaufen. Ne? CE-Zeichen steht für die Zertifizierung in der Europäischen Union, ne? Nicht für China Export, nur damit das nicht, also ist ein Scherz, falls das noch nicht angekommen ist. Okay, so, damit Sie ein bisschen Gefühl dafür kriegen, mit welchen Größenordnungen, Strom und so weiter, arbeiten wir eigentlich hier. Also ein Strom im Blitz, der geht schon mal so auf 100 Kiloampere hoch. Ist aber halt echt kurz. Ne? Ein Strom in der Sammelschiene im Kraftwerk kann auch schon mal auf 100 Kiloampere hochgehen. Da sind sie zumindest in Kiloamperes dabei. Im Autoanlasser, erstaunlicherweise, sind sie so bei 100 Ampere. Also ja, kann der haben, kurzzeitig. Ne? Also mit einem Autoanlasser fährt man ja auch nicht, normalerweise. Ne? Also man schafft es vielleicht, also früher hieß es mal, aber heute wird das gar nicht mehr gehen. Wenn das Auto nicht mehr anspringt oder so, kann man mit dem Anlasser noch so gerade über die Kreuzung fahren, damit man aus dem Verkehr rauskommt. Aber das würde ich, also heute geht es schon gar nicht mehr. Also mein Auto lässt das gar nicht zu. Aber das ist schon eine Menge kurzzeitig und Sie können sich mal überlegen, nee, können wir später überlegen. So eine Straßenbahn braucht wohl 100 Ampere, eine Kochplatte bis zu 10. Da sind wir dann so bei den 2 Kilowatt. Viel mehr hat die das. Steckdosensicherung habe ich hier hingeschrieben. 16 bis 32 Ampere, je nach Geschmacksrichtung. Es gibt ja auch verschiedene Steckdosen. Es gibt ja auch diese dicken bis zu 64 Ampere abgesicherten. Fällt gerade der Name nicht ein. Glühlampe 100 Watt. Wieso habe ich da 0,1 Ampere hingeschrieben? Stimmt nämlich eigentlich nicht. So, muss eigentlich ein halbes Ampere sein bei 100 Watt. Messgeräte, was Sie so messen können, sind Sie bei Milliampere runter bis Milliampere, also wenige Milliampere können Sie auch spüren. Sie sollten es nicht ausprobieren mit mehreren 10 Milliampere. Mehrere 10 Milliampere, deswegen auch die Strombegrenzung oder die Absicherung im FI-Schalter, im Schutzschalter, könnten dann schon tödlich sein. Also wenn Sie so in die 20, 30, 50 Milliampere reingehen, wenn die ungünstig durch Ihren Körper durchfließen, dann war es das. Und Sie vielleicht auch nicht unbedingt ein Marathonherz haben, sondern das auch leicht aus dem Tritt zu bringen ist oder so, dann
könnten Sie schon Pech haben. Kleinste messbare Ströme sind wir so bei Femtoampere, Nanoampere, sowas in der Richtung. So, was passiert jetzt? Das ist ja bloß der Strom. Und der sagt erstmal auch gar nicht so richtig viel aus. Was passiert denn jetzt, wenn wir den Strom über eine kleinere Fläche jagen? Achso, sollte sich jemand fragen, warum ich nur hier schreibe und nicht aufklappe und so, das liegt schlichtweg daran, dass ich es ansonsten wieder auf der Kamera sehe, oder wenn ich hier aufklappe, sie das Bild nicht mehr sehe. Ne? Und auf der Seite auch nicht. Also von daher, Strom und Querschnitt. Also wenn wir jetzt einen Strom haben von I und das wieder drüben gezeigt, sich verengt, dann muss ja irgendwas passieren. Und das, was passiert ist, wenn Sie den Strom über einen geringeren Querschnitt jagen, dann wird die Stromdichte höher. Man kann also daraus eine Stromdichte definieren, die ich in der Regel abkürze mit J, manche Leute auch mit S abkürzen. Das ist Geschmackssache, ich mag das J lieber. Und das ist nichts weiter als I durch A, und A ist die Querschnittsfläche durch die der Strom getrieben wird. Also, malen wir uns das nochmal kurz hin. Wir haben hier den Leiter, wir haben hier die Querschnittsfläche, wir haben hier insgesamt I, und dann könnte man hier eben daraus definieren, dass hier die Stromdichte, schreibe das Wort nochmal hin, J durch A J gleich I durch A vorliegt. So, das ist vielleicht das erste Neue hier. Alles andere sollten Sie mittlerweile, oder haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Würde ich tippen. Stromdichte, wahrscheinlich auch schon viele, nicht unbedingt alle. Um da mal so ein Gefühl für zu kriegen, was für Stromdichten haben wir eigentlich. Wir werden damit ein bisschen experimentieren, werden da auch so ein bisschen was ausrechnen, was haben wir eigentlich für Stromdichten in einer Glühlampe zum Beispiel oder so. So eine elektrische Freileitung hat irgendwie 1 Ampere pro Quadratmillimeter. An der Stelle füge ich mal eins ein. Hier, was ist eigentlich 1 Quadratmillimeter? Ja, die Frage wird noch ein bisschen genauer. 1 Millimeter auf 1 Millimeter, das ist jetzt irgendwie eigentlich eine alberne Frage. Ne? Die Antwort war ja richtig. So, wenn Sie das aber umrechnen wollen in Quadratmeter, dann ist der Weg, und da, also ich mache es einmal, es ist Ihnen wahrscheinlich allen klar, weil Sie damit schon mal gearbeitet haben. Ne? Aber man macht gerne diesen Fehler. Dann ist der Weg eigentlich der, dass das hier geklammert wird und dann in Zehnerpotenzen ausgeschrieben wird. Und Sie also auf 10 hoch minus 6 Quadratmeter kommen. Das jetzt zu schreiben als 1 Mikroquadratmeter ist eigentlich falsch. Das macht man nicht. Sondern diese Klammerung auch der Modifikatoren hier an der Einheit erfolgt immer so, dass die zusammengeklammert werden, dass man dann die Zehnerpotenz da reinschreibt und das dann eben nicht 1 Quadratmillimeter, 10 hoch minus 3 Quadratmeter sind, sondern 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Die allermeisten von Ihnen werden das alle so schon mal richtig gemacht haben. Ich möchte trotzdem einmal diesen Stolperstein hier aus dem Weg räumen. So, von daher arbeiten wir hier mit wie viel Ampere pro Quadratmeter? So ist das. Ne? Also wenn eine Freileitung einen Querschnitt von 1 Quadratmeter hätte, dann würde da 1 Megaampere fließen dürfen. Tut es nicht, hängt ja auch kein Quadratmeter da oben. Ne? So, in Elektrogeräten
haben sie da ein bisschen mehr, 3 bis 8 Ampere pro Quadratmillimeter. Halbleiterbauelemente gehen noch irgendwie höher, 10 bis 100. Deswegen wird so ein Chip auch so heiß, auch wenn er einen Fehler hat. Wird er ganz schön warm. Und das, was man in der Leitung, in der Hausverdrahtung so zulässt für Leitungsquerschnitte, ist eben genau das, was ich hier aufgeführt habe nach der VDE 0100. Ist nicht so, dass ich jetzt auf den VDE-Richtlinien rumreiten möchte, sondern das Ganze, damit Sie mal ein Gefühl dafür haben oder es mal gesehen haben, hier mal einmal vorstellen möchte. Hier so ein 1 Quadratmillimeter Leiterquerschnittleitung darf eben 16 Ampere oder ist eben zugelassen für 16 Ampere. Das heißt relativ einfach, dass da 16 Ampere pro Quadratmillimeter fließen. Das kann man relativ schnell rausfinden. Wenn Sie eine dünnere Leitung nehmen, dann müssten Sie die mit 13 Ampere absichern oder anders absichern eben. Das ist die Stromdichte. Und wenn Sie dicke Leitungen nehmen, zum Beispiel bis 36 Ampere, hier mit einem 4 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt, dann haben Sie auch hier eine andere Stromdichte. Was hier auffällt ist, dass die Stromdichten für die dickeren Leitungen geringer sind als für die dünneren Leitungen. Kann einer erklären, warum das so sein muss? So ist das. Das Volumen oder das Querschnittsoberflächenverhältnis ist wesentlich ungünstiger, je dicker der Leiter wird. Ne? Sie haben wesentlich weniger Oberfläche pro Leiterquerschnitt, als Sie das bei dünnen Leitern haben. Das heißt, Sie kriegen die Wärme schlechter hier raus, aus dem Leiter schlechter raus, als aus dem Leiter raus. Und da sind wir auch bei dem, was man sich auch relativ einfach merken kann. Das, was irgendetwas heiß macht, ist nicht der Strom als solcher, sondern es ist die Stromdichte. Stellen Sie sich wieder die Autobahn vor mit den Autos da drauf. Und wenn da irgendwie, das kann eine super breite Straße sein, wenn da viele Autos unterwegs sind, ist das alles gar kein Stress, wenn sich alle so einigermaßen an die Regeln halten, nicht? Dann passiert nichts. Nur wenn es sich verengt, dann führt es zu Reibung. Und dann reibt sich eventuell das ein oder andere Auto mal an einem anderen Auto. Das passiert bei den Elektronen eher so nicht. Aber es kann auch passieren, dass sich so ein Auto mal an der Baustelle reibt. Und das führt dann zu Wärmeentwicklung. Also nur damit Sie so den Bildern folgen können, ne? Das führt dann zur Wärmeentwicklung. Und das kann dann auch dazu führen, dass so ein dünner Draht mit einer hohen Stromdichte mal so heiß wird, dass er weiß glüht. Das nennt sich dann Glühlampe. Die Leitung selber zur Lampe hin führt ja denselben Strom. Haben wir noch nicht hergeleitet, aber führt ja denselben Strom. Nur da passiert ja nichts, die wird ja nicht mal warm. Während so eine Glühlampe, ja, ich finde es so schade, dass die verboten ist, aber so eine Glühlampe, ja, der Draht richtig heiß wird, so. Mehrere tausend Kelvin, hatten wir eben mal gesagt. Ne? So, und das ist nichts weiter, als dass da die Elektronen so dicht zusammengefercht werden mit den Atomrümpfen auch, dass sie sich an denen kräftig reiben und dann entsteht eben diese Wärme. Ne? Und die Stromdichte ist da eben das, was tatsächlich zur Temperatur führt und was heiß wird. So. Und damit verlassen wir jetzt mal das, was ich hier auf Folien geschrieben habe. Ich habe eigentlich keine Lust, hier in dieser Folie mit Folien zu arbeiten. Ich mache das lieber mit der Tafel. Ich glaube eigentlich, wollen Sie das Ding mal aus? Einer von Ihnen beiden da? Brauchen wir nämlich nicht mehr für heute. Jetzt machen wir nämlich hier, wie gesagt, das dauert irgendwie so 2-3 Stunden, dann sind wir damit durch. Dann machen wir hier mit weiter mit dem Buch. Das jetzt doch ein bisschen ausgewalzt, mehr als ich wollte. Aber jetzt, naja, okay. Was ich jetzt nämlich mal angucken möchte, ist, jetzt bin ich hier auch tatsächlich mit der Nummerierung im Buch nach Hagmann, wenn das so auftaucht, mit der Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen.
Also brauchen Sie echt nicht mitschreiben, weil Sie finden das Ganze als Videoclip nochmal und Sie finden das Ganze als im Buch. Das ist online. Also das noch nicht. Aber das weiß ich noch nicht. Das ist, weiß ich nicht, Montag oder so wahrscheinlich. Also der Klingeldraht von zu Hause zu YouTube ist ein bisschen dünn. Also runter geht schon, aber hoch ist schwierig. Dauert zu lange, das hochzuladen. Deswegen mache ich das ganz gerne hier. Also da, wo ich hier so eine Vorlesung hochladen, dauert in etwa so lange, wie die Vorlesung dauert. So, ja. Hier schon, aber eben nicht zu Hause. Liegt aber auch nicht an der Technik dahinter, sondern liegt schlichtweg an den Tarifen, die anbieten. Weil der Upload immer so, das ist immer nur so ein Klingeldraht, den sie da kriegen. Da passt irgendwie nichts durch. Bei mir sind es 6 Mbit. Also wenn ich den Downstream als Upstream hätte, das wäre cool. Habe ich aber nicht. So, die Frage ist, wie schnell ist denn so ein Elektron im Leiter? Ist das A, fast Lichtgeschwindigkeit? Ich frage ja nur. B, ich nenne es mal Düsenjet. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der irgendwie noch so in ist. Oder ein Auto, natürlich nicht parkend, sondern auf Autobahn. Auch nicht am Freitagnachmittag, sondern, sagen wir mal, 120 Kilometer pro Stunde. Oder D, Schnecke. Also Schnecke hier im Sinne von... Nee, ich möchte erstmal wissen, wer ist der Meinung, fast Lichtgeschwindigkeit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr? Okay, 6. Düsenjet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn schon mehr. Auto. 1, 2, 3, haben Sie sich schon gemeldet? 3, okay. Schnecke? Ganz viele. Ja, rechnen wir es mal aus, ne? Wer recht hat. Wie rechnet man das denn aus? Jetzt habe ich natürlich ein paar Parameter hier vergessen, ne? Mal zu erwähnen. Ich hätte ja auch mal sagen können, reden wir eigentlich so von einem ganz normalen Kabel so oder reden wir von, naja, egal. Also ich habe ein paar Parameter freigelassen, aber das Ergebnis ist schon so klar, dass man das sich gönnen konnte. Ja, stellen wir uns doch mal vor, wir haben hier so einen Leiter. Und durch den Leiter schieben wir einen Strom I. Dazu brauchen wir natürlich hier noch einen Anschluss. So. Müssten wir also noch eine Spannung U oder sowas hier anlegen. Kommt aber darauf nicht an. So. Wenn wir jetzt diesen Leiter haben, dann hat dieser Leiter ja, naja, was ist da drin? Er hat einen Querschnitt. A. Und er hat eine Länge L. So, und damit hat er ein Volumen V, großes V, das ist in diesem Fall wichtig, gleich A mal L. Wir können jetzt ausrechnen, wie viele Elektronen da drin sind. Mit Elektronendichte N, meinetwegen NCU, gleich 8,47 mal 10 hoch, was war das? 28, ne? Ja doch, musst du gerade einen Moment nachdenken. Ja, guck mal drunter. Sie müssen es auch komplett angeben, dass das steht. Ne? So, der Millimeter hoch 3 macht dann nochmal 9 Tacken dazu und dann sind wir bei 28. Ne? Also, macht einen Unterschied.
Okay, daraus können wir bestimmen, welche Ladung in dem Volumen ist. Nämlich Q ist gleich die Elementarladung. Können wir weglegen, hier stört doch bloß. Mal die Elektronendichte, mal das Volumen, ich schreibe es gleich aus als A mal L. Das ist ja schön, dass uns das jetzt beantwortet wird, wie viel Ladung da drin steht. Das hat uns nur leider nicht interessiert. Ne, eigentlich wollten wir wissen, wie schnell das ist. So, aber auch schön, das mal zu erfahren. Was man aber noch weiß, ist, dass ja der Strom I gleich Q durch T ist. Und wenn wir das jetzt mal hinschreiben, dann haben wir hier E mal N mal A mal L durch T. Und das hier ist eine Geschwindigkeit. Das ist auch eigentlich genau die Geschwindigkeit, die uns interessiert. Nämlich hier, und das ist das kleine V dann, ne? Die Geschwindigkeit, mit der die Dinger da durchgeschoben werden. Nämlich dann N, E mal N mal A mal V. So, und jetzt können wir es ausrechnen. Lösen wir auf. Also V ist gleich I durch E mal N mal A. So, das hilft uns jetzt noch nicht so richtig. Also wir wissen jetzt die Zusammenhänge, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Wir wissen aber jetzt noch nicht, wie groß das eben, was hier ist, und können die Frage jetzt hier nicht beantworten, weil da braucht man nämlich auch noch die Randbedingungen. Wir wissen, dass E ist gleich 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere pro Ampersekunde, nicht pro Sekunde, Ampersekunde. Die Querschnittsfläche nehmen wir mal an zu 1,5 Quadratmillimeter. Und den Strom, I, nehmen wir mal an zu 15 Ampere. So, dann müssten wir das eigentlich alles einsetzen können. Und das mache ich jetzt auch mal und versuche mal, mich auch dabei die Einheiten irgendwie richtig hinzukriegen. So, was haben wir? Wir haben, das mache ich allerdings nur einmal, also das wird nicht jedes Mal so ausführlich gemacht werden. Ne? Also 15 Ampere durch 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampere Sekunde mal 8,47 mal 10 hoch 28 pro Kubikmeter, ungünstig gewählt, mag man sagen, mal 1,5 mal Quadratmillimeter. So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr rumzaubern noch. Oh, mal andere Farbe greifen. Können wir, da habe ich auch überhaupt keinen Stress mit, das kann man gerne tun. Also das kürzt sich mit dem weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier mit den Meters klarkommen. Dazu schreibe ich es noch einmal um. Habe ich mich angemalt jetzt. Gleich 15 durch 1,602 mal 10 hoch minus 19. Die Sekunde bleibt hier noch stehen. Mal 8,47 mal 10 hoch 28. 1 durch Kubikmeter mal 10, mal Quatsch, 1,5 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter, kürzt jetzt noch das alles mit der 3 hier weg, sodass dann letztlich als Einheit hier stehen bleibt die Meter pro Sekunde, und den Rest macht der Taschenrechner, also das machen wir jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf, und dann kommen wir auf 0,74 mal 10 hoch minus 3 oder 0,74 Millimeter pro Sekunde. So, damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Ne? Also so ein Elektron ist halt nicht so schnell. Ne? So, wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Also eindeutig, die Schnecke war richtig. Ne? Also wenn, das ist eine müde Schnecke. Das hätte man vielleicht noch dazu schreiben sollen, also müde Schnecke. Eine sehr müde Schnecke gewesen. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich irgendwie Neujahr hier hingefahren bin, um das Licht schon mal einzuschalten. Der Effekt stellt sich halt dadurch ein, dass quasi jedes Mal, also die
Also das, womit die Wirkung vonstatten geht, also Licht an, das ist mehr so die Schubsgeschwindigkeit der Elektronen. Ne? Also die sind so dicht hintereinander, das macht eben auch den Unterschied zum Halbleiter aus, die sind so dicht hintereinander, dass wenn ich hier unten durch Schalten da des Schalters so ein Elektron anschubse, dann schiebt das gleich alle durch und das im Prinzip sofort wird ein Elektron durch die Leitung gejagt. Ne, das ist so wie mit dem Wasserhahn oder mit dem Gartenschlauch auch. Ne? Wenn Sie den anstellen, dann kommt ja sofort Wasser da raus. Und wenn Sie jetzt mal an die Dusche denken, an der Dusche ist es nicht so, dass Sie sofort das heiße Wasser haben. Ne? Heißt ja dann kurz vor Ihnen hat einer geduscht. Sondern bis das Wasser tatsächlich unten aus dem Keller rauskommt und bei Ihnen da als heißes Wasser ankommt, dauert es seine Zeit. Zum Glück ist das heiße Wasser schneller als ein Elektron. Ne, ansonsten könnten Sie nämlich ewig warten, bis Sie mal heißes Wasser aus der Dusche kriegen. Aber auch das dauert und das ist eben der Unterschied an der Stelle. Nicht? Also wovon wir in der Wirkung hier reden, ist tatsächlich die Schubsgeschwindigkeit und diese Schubsgeschwindigkeit der, ich weiß nicht, ob man das sagen darf vor Kamera, aber egal, diese Schubsgeschwindigkeit der Elektronen, die ist tatsächlich nahe Lichtgeschwindigkeit oder Lichtgeschwindigkeit. Kommt so ein bisschen aufs Material drauf an, in dem das vonstatten geht, was für eine Leitung verwendet wurde und so. Ja. Gut, damit haben wir das auch schon erledigt. Die elektrische Spannung haben wir schon. Die käme nämlich als nächstes hier. Die habe ich irgendwie davor geschaltet. Seht ihr, da funktioniert gar nichts mehr hier. Die Seite brauchen wir mal trotzdem mal weg. Das stört ja bloß. Geht das da verletzungsfrei? Ja. So, und wir kommen dann zum, es geht alles relativ schnell hier am Anfang, weil zum Ohmschen Gesetz. Also, was ich eben aus der Frage gesehen habe, diese Geschwindigkeit der Elektronen ist ja doch für einige noch so ein, sagen wir, so ein bisschen neu. Das Allermeiste, was wir hier heute Morgen machen, sollte nicht allzu neu für Sie sein. Also ist in der Schule irgendwie mal vorbeigekommen oder so, nehme ich mal an. Ne? Ja, nicht? Ach so, ich hatte eben gerade das Thema Taschenrechner erwähnt, da hat mir schon einer angeschrieben deswegen. Also, das ist auch im Hinblick auf die, also falls Sie da Investitionen tätigen wollen, auch im Hinblick auf das, was Sie hier verwenden dürfen, in der Klausur dann letztlich auch. Wir in der Elektrotechnik weichen von dem, was die DHBW als Taschenrechner vorschreibt, ab. Und zwar aus gutem Grund. Weil nämlich wir Elektrotechniker A ein bisschen was zu tun haben mit Gleichungssystemen, hier noch nicht, aber später und im zweiten Semester, auch mit komplexen Zahlen. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, sich mit komplexen Zahlenrechnungen rumzuschlagen, wenn Sie mit einer Investition von 25 Euro dieses Thema vom Tisch kriegen. Und so ist es auch. So habe ich mich vor einigen Jahren, und in der Elektronik ist das auch anerkannt, durchgesetzt, dass wir... Ich habe ihn nicht dabei. Wieso habe ich meinen Taschenrechner nicht dabei? Na egal, da liegen ja genug rum. Dass wir als Taschenrechner verwenden können... ist auch angegeben, den Casio, ich glaube FX heißt er, DE991X ist das neue Modell. So, der kann Gleichungssysteme lösen, und zwar der mit dem X bis zu 4x4, der ohne das X nur bis zu 3x3. Sag mal, das ist der neue, genau. Ja, rumreichen brauchen Sie ein. Also einfach mal hoch, da reicht auch. Der kann bis zu 4x4 und der kann komplexe Zahlen. Ich hatte alternativ noch, den habe ich auch noch da liegen, nochmal so einen Sharp-Taschenrechner, der kann fast das Gleiche, aber nur Gleichungssysteme bis zu 3x3 und der ohne das X kann auch nur bis zu 3x3. So, bevor Sie jetzt Mega-Investitionen tätigen in einen neuen mit dem X am Ende, lassen wir erstmal das Semester auf uns zukommen und schauen mal danach, wie viele haben jetzt eigentlich den 991 ohne das X, also können bis zu 3x3 und wie viele haben sich einen neuen gekauft und dann den mit X. Also wenn Sie sich einen neuen kaufen, kaufen Sie bitte den. Kostet, glaube ich, das Gleiche, den anderen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und wenn das dann ganz viele sind, die hier nur den alten haben,
dann lasse ich mich auch darauf ein, dass wir mit 3x3 Gleichungssystem klarkommen. Bitte. Nee, kein Fall. Auch kein programmierbar. Also es ist tatsächlich nur der hier zugelassen. Darüber, worüber wir uns... bitte? Auch bei uns dann für die Mathematik und Physik oder sagen die dann, sie wollen das nicht, weil sie gemeint haben, in Elektrotechnik. Also mit der Physik hat es keinen Stress gegeben. Die Physik, weiß ich, ich glaube, der Meier hier hat damit kein Problem. Und Elektrotechnik hat es letztes Jahr auch keinen gegeben. Mit der Vorgängerin, die das vorher gemacht hatte, hatten wir, naja, hier habe ich ausgetrickst. Also es ist der Taschenrechner, Punkt. Ansonsten gehen wir doch nochmal in den Ring und sprechen mit den mit der Schulungsleitung darüber. Wenn die jetzt ankommen mit, ihr dürft nur den FX87 oder so verwenden, der keine komplexen, also der kann noch mehr als nur das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, der kann auch irgendwie numerische Integrale lösen oder sowas, was wir hier aber überhaupt nicht brauchen, was die Mathematiker aber stört eventuell. Deswegen sehen die das nicht so gern. Aber wir Elektrotechniker haben uns darauf geeinigt, dass wir den Taschenrechner verwenden dürfen. Weil ansonsten müsste ich Ihnen insbesondere im ersten oder zweiten Semester Klausuraufgaben stellen. Da sind Sie dann beschäftigt mit der Lösung von Gleichungssystemen. Das macht keinen Sinn. Das ist keine elektrotechnische Aufgabe. Und ja, die Geschichte erzähle ich jetzt aber nicht ganz. Ja, also es war so, dass die Mathematikdozentin, die hat darauf bestanden, dass es eben den anderen Taschenrechner gibt, also den FX87, der all das nicht kann. Und das war auch Beschlusslage hier, also habe ich mich gefügt. Dann hat sie aber irgendwann gesagt, sie wollte nicht mehr. Und sie hat also im Prinzip gesagt, gekündigt, das ist nicht so formal, aber sie hat gesagt, sie gibt diese Vorlesung ab und macht was anderes. Und ich gesagt, okay, wenn du weg bist, kann ich meinen Taschenrechner durchsetzen. Aber ich gesagt, mein Taschenrechner, ne? Und dann kam sie aber doch wieder. Und ich habe gesagt, jetzt hast du Pech gehabt. jetzt haben wir den Taschenrechner. Ne? War auch okay. Sie hat dann, das kann man in der Mathematik auch machen, sie hat dann in der Mathematik gesagt, okay, dann gar kein Taschenrechner. Das löst bei Studenten immer hektische Flecken aus. Das macht aber nichts. Also sie können ganz wunderbar Klausuren, die sind dann natürlich angepasst. Nicht? Sie können ganz wunderbar auch Klausuren schreiben ohne Taschenrechner, ohne jeden Taschenrechner. Ich habe das im fünften, sechsten Semester am Anfang schon gemacht, also in der HF-Technik. Da ist dann halt Pi ist 3 und Pi Quadrat ist 10. Fertig, ist genau genug. Also diese 5%, also ob Sie jetzt Pi als 3 annehmen oder als 3,14, das sind 5% Fehler. So genau, naja. Das Problem ist nur, dass das so emotional bei den Studenten immer totale Panik ausgelöst hat. Wenn sie sagen, kein Taschenrechner, kein Taschenrechner. Ja? Wie soll ich dann 2 plus 2 ausrechnen? Ja, gut. So, also das nur als Einwurf an der Stelle. Also sollten Sie da investieren wollen, dann nehmen Sie den da. Okay. Ja gut, das Ohmsche Gesetz. Was machen wir da? Oder was hat der Ohm denn gemacht? Da gibt es übrigens, habe ich Ihnen auch den Link dazu geschickt, ein ganz wunderbares Video. Der Ohm ist auch so ein, naja, interessante Persönlichkeit. Ja, doch, er hat schon einen etwas schwierigen Werdegang gehabt und ist in dem Sinne auch eine durchaus interessante Persönlichkeit. Wenn Sie mögen, folgen Sie dem Link dann mal. Ist aber fürs Verständnis hier dieses Zusammenhangs nicht unbedingt so entscheidend. Nicht? Also, was haben wir? Wir haben... Normalerweise, ups, da kommt es noch hin. So, bin irgendwie noch nicht so richtig warm. Wir haben eine Spannungsquelle und diese Spannung, die messen wir erstmal. V. Und dann messen wir noch was, nämlich den Strom, der durch, und jetzt kommt das Schaltzeichen, der durch eben diesen Widerstand, das kann ein Draht sein, das kann ein Motor sein, das kann ein Heizlüfter sein, das kann ein Computer sein, völlig egal. Ne? Also irgendetwas, was wir mit R abkürzen. Der Trick, das möchte ich nochmal hier hinschreiben, die allermeisten werden das schon kennen, aber V mit dem Kringel drum ist ein Voltmeter und das hat einen Innenwiderstand, wenn Sie das elektrisch ersetzen wollen, von unendlich. Das heißt also, hier gibt es eigentlich keinen Strom, der hier durchfließt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen.
Und wenn Sie A schreiben mit dem Kreis drum, ist nicht etwa Punk gemeint, das ist meine Generation. Heutzutage ist das ein Ampermeter, also ein Strommesser. Und der hat einen Innenwiderstand von 0. Das heißt also, das ist wie ein Draht. Da ist eigentlich nichts, außer dass es Ihnen was anzeigt. Wie das technisch realisiert wird und ob das geht und so, egal, es ist halt klein, das muss reichen. Zudem ist es so, wenn ich hier irgendwelche Striche male, so an der Tafel, da der zum Beispiel, dann hat dieser Strich die elektrische Länge 0. Also den könnte ich von da bis ganz ans Ende der Tafel malen und meinetwegen noch drüber hinaus, aber das darf ich nicht. Selbst dann wäre die elektrische Länge oder die Länge von diesem Draht hier 0. Es spielt also überhaupt keine Rolle, wie lang das Teil ist. Erst wenn ich da irgendwie so ein Element reinmale, so das da, hier zum Beispiel, dann spielt das überhaupt eine Rolle. So, aber auch hier, und das ist der ganze Trick der Gleichstromtechnik hier, auch hier ist diese Ausdehnung von diesem Widerstand hier unendlich gering. Also eigentlich ist das alles hier ein Punkt, also wirklich ein Punkt, so auf Mikrometer-, Nanometer-Ebene gesehen, ne? So, naja, und was man jetzt festgestellt hat, das ist eben das, was da oben festgestellt hat, dass U proportional zu I ist. Und wenn das proportional ist, dann kann man auch gleich schreiben, U ist irgendeine Konstante, ein konstanter Faktor mal I. So, und da steht das ohmsche Gesetz schon, ne? Da streitet man sich so ein bisschen drüber, was man jetzt als ohmsches Gesetz angibt, nämlich U proportional zu I einfach oder gleich hier als dieses URI, aber dann bitte wissen, wo das Gleichungszeichen hingehört, ne? Praktisch gesehen reden wir von dem Ding da. So, also, Spannung ist mit einem Faktor verbunden mit dem Strom. Und wenn wir wissen wollen, wie die Einheit ist, dann ist die Einheit von R gleich die Einheit der Spannung durch die Einheit des Stromes, also gleich Volt pro Ampere. Und das kürzt man ab als mit einem Omega zu Ehren von Georg Simon Ohm, auch international. Wir können, wenn wir mögen, das Ganze ausschreiben als, was war es, Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Sekunde hoch 3, ne? Durch Ampere, also gleich Kilogramm Meter Quadrat pro Ampere Quadrat Sekunde hoch 3. Auch das ist alt. Ohm. Ein bisschen unhandlich. Also Ohm ist schon besser und wir gehen auch mit Ohm um. Ne? So, man kann das auch andersrum angeben. Also wenn man das angeben kann als U proportional zu I und daraus folgt dann eben U gleich R mal I, kann man natürlich auch schreiben, U mal irgendwas anderes gleich I. Ich G. Und wenn man das auflöst, kommen wir auf G ist gleich I durch U ist gleich 1 durch R. Das nennt man den Leitwert. Das hätte ich dann hier hinschreiben können, dass das R gleich U durch I der Widerstand ist. Hat übrigens Ohm auch schon so genannt. Das ist ganz erstaunlich. Das macht man heute so in einer Formel und das sind früher, ich glaube, seine Original-Papers sind gute 40 Seiten gewesen, bis sie das dann mal irgendwie, bis er dann zu der wissenschaftlichen Erkenntnis kam, was heute Schulkinder lernen, ne? Zu der wissenschaftlichen Erkenntnis kam, dass es sowas gibt. Also steht da ein bisschen mehr drin auf den 40 Seiten, ne? Aber im Kern ist es eben genau das, was da heute noch daraus gelehrt wird, ne? Jo, auch das hat eine Einheit. G ist also Volt. Nein, eben nicht. Das schmiert so. Ampere pro Volt. Und das wird abgekürzt mit S. S für Siemens. Also nach Werner von Siemens. Wer ist von Siemens bei Ihnen? Okay, der halbe Kurs. Also er hat nicht nur die Firma gegründet, sondern auch ihm zu Ehren wurde auch diese Einheit da noch ins Leben gerufen. Darf auch verwendet werden. Sie wird im internationalen Betrieb nicht so häufig verwendet. Man erlebt
da auch häufig, dass die abgekürzt wird mit sowas. Also wenn Sie in einer Halbleiterei oder sowas unterwegs sind, also sich so mit Halbleitern und Transistoren und so weiter mehr beschäftigen, da taucht dann auch oft mal die Leitfähigkeit auf und der Leitwert auf. Und dann kann die Einheit schon mal Mo sein. Wer es andersrum gelesen hat, weiß, was gemeint ist, nicht? So. Da machen wir mal. Ich persönlich arbeite mit dem Leitwert, außer in einem Spezialfall, nämlich bei der Knotenspannungsanalyse, relativ selten. Ich arbeite eigentlich lieber mit 1 durch R. So eine persönliche Hygiene, hätte ich fast gesagt. Man muss sich nicht mit allen möglichen Kleinigkeiten oder so beschäftigen. Es reicht, wenn man sich mit den wesentlichen Dingen beschäftigt. Und also ich weiß natürlich, wie man damit umgeht und was das ist und so, aber ich benutze es irgendwie so ständig nicht. So wie ich zum Beispiel auch nicht unbedingt Coulomb benutze für Ampersekunde. Worauf ich hier aufmerksam machen möchte, ist mal so eine Kennlinie der Geschichte. Ich zeichne nur einen Quadranten und wir gewöhnen uns an, dass wir U auf die X-Achse legen, das kann man auch anders machen, und I auf die Y. Und naja, wenn Sie jetzt mal hier so die Kennlinie eines Widerstandes einzeichnen, oder auch Leitwertes, dann haben Sie erstmal bei Null Spannung, Null Strom. Okay. Und dann steigt das linear an. Also je Spannung, desto Strom. Und die Steigung von dem Ding hier ist Ja, also Leitwert, ne? Die Steigung ist der Leitwert oder, ich mach das auch mal weg, oder 1 durch R. Da muss man, deswegen ist das für den Widerstand so ein bisschen ungünstig, dass man hier U auf die X-Achse legt und I auf die Y-Achse. Hat aber für die Zukunft, wenn wir dann mal mit nichtlinearen Elementen arbeiten und so und Diodenkennlinien angeben, hat das einfach Vorteile. Da habe ich dann keine Lust, das Ganze dann zu flippen, sondern flippe ich jetzt gleich und sage einmal den Satz dazu und gut ist. Ne? Und dementsprechend sehen Sie auch, Sie können doch hier zum Beispiel einen höheren Leitwert nehmen mit einem größeren G, da kriegen Sie eben mehr I fürs U. Ne? So, ich habe noch ein bisschen eine Simulation daraus gemacht, aber das machen wir das nächste Mal erst, dass ich Sie darauf aufmerksam mache. Das machen wir am Montag als Auflockerung. Okay, damit haben wir die Kennlinie auch schon. Und dann gehen wir nochmal ins Mikroskopische ein, nämlich auf den, Viertelstunde haben wir noch, na gut, spezifischen Widerstand. So, der Ohm hat, und ich sage auf den 40 Seiten steht nämlich ein bisschen mehr, als nur R, U gleich R mal I ausgewalzt. Zum einen haben wir R ist gleich U durch I. Jetzt hat der Ohm aber auch schon festgestellt, dass der Widerstand dann konstant bleibt, wenn das Verhältnis L durch A, nämlich Länge, durch Querschnitt auch konstant bleibt. Also der ist tatsächlich hergegangen, hat da irgendwie Silbermaterial oder sowas genommen und hat dann da mit unterschiedlichen Längen, Querschnittsverhältnissen und so experimentiert und hat da halt das rausgefunden. Kriegt heute jedes Kind mit. Das war eine echte wissenschaftliche Erkenntnis, ne? Auch eine echte Revolution, dass man das so ein bisschen.
Heute fällt das immer auch so, Satz des Pythagoras und so, das fällt alles so vom Himmel, so als wenn das alles so Kinderkram wäre. Das ist es nicht immer gewesen, nicht? Sondern das waren echte wissenschaftliche Erkenntnisse hier mal. Das heißt also, was ich damit sagen will, für Sie zur Entspannung, es darf einem auch für einen Moment mal schwerfallen, das zu verstehen und das zu glauben. Also man muss nicht davon ausgehen, das ist alles was Leute im Kindergarten gelernt haben und das wusste man schon immer, das ist einfach nicht so, sondern da steckt viel Arbeit drin. So, der Ohm hat sogar, gibt es so eine Passage, kann man ganz wunderbare Frage draus machen, was war die Nacht vom 17. auf den 18. Januar 1867? Besonders kalt. Schreibt er tatsächlich, findet er irgendwie raus, würde man heute so nicht mehr machen. Er hat da irgendwie, schreibt er, ja, er hat an dem Tag, hat er da irgendwelche Messungen gemacht und die passen irgendwie nicht in sein Raster. Es kann sein, dass diese Nacht, ich glaube, es war nicht genau das Datum, aber so in etwa, dass diese Nacht eine besonders kalte war. Damit hat er schon die Temperaturabhängigkeit rausgefunden gehabt. Also auch das steht schon in Anflügen auf diesen 40 oder 48 Seiten drauf. Aber rausgefunden hat er nur das hier. Heute wird man das nicht mehr zugeben. Den Messfehler, in Anführungsstrichen, wird man einfach unter den Tisch fallen lassen und gar nicht diskutieren. Ne? Er war so ehrlich, es aufzuführen. Naja, gut. So, also wenn das proportional ist, können wir natürlich wieder hergehen. Und immer, wenn hier so ein Proportionalzeichen steht, haben wir das Ganze dann irgendwann mal später geschrieben, als R gleich irgendeine Konstante mal L durch A. Nämlich hier ein Rho als spezifischen Widerstand. Spezifischer Widerstand. Da habe ich mich mit dem 16er-Kurs im letzten Jahr gestritten. Da kam man nämlich in der Messtechnik irgendwann mal wieder drauf, dass man diese Formel gebraucht hat. Ich glaube, es ging um Dehnungsmessstreifen oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Jedenfalls guckten die mich alle völlig verständnislos an, was ich denn da von ihnen verlangen würde, was sie für eine Formel kennen würden. Und es ging um die da. Also merken Sie sich die einfach, ne? Das jetzt mal. Also irgendwann habe ich sie ihnen dann hingeschrieben, dann fiel es ihnen so wie Schuppen aus den Haaren. Und es fiel ihnen plötzlich auf, dass sie die ja schon mal gesehen haben und dann mussten sie über sich selber lachen. Tatsächlich kann es vorkommen, dass diese Formelchen hier irgendwann mal wieder gebraucht werden. Ne? Also manche Sachen lohnen sich zu lernen oder sich zu merken. So, aber es ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Also je lang, desto schwieriger wird es, da den Strom durchzukriegen und je dünn, desto schwieriger wird es auch. Ne? Oder je dick, desto leichter wird es. So kann man sich das ja einfach merken. Also es ist ja nicht so schwierig, dieser Zusammenhang. So, wenn wir uns die Einheit angucken, die Einheit von Rho ist die Einheit von R durch, naja, okay, die Einheit von L durch die Einheit von A. Und das Ganze kann man dann natürlich hinschreiben, es klappt dann nach oben, dann ist das Ohm mal Quadratmeter durch Meter. So gibt man das mal oft auch an, in einer etwas anderen Form, was... Mal gucken, habe ich das in dem Videoclip falsch gemacht? Ne, da habe ich, glaube ich, richtig. Also ist natürlich Ohm mal Meter. Diese Einheit ist ein bisschen, also finden Sie nicht überall und finden Sie nicht immer. Ist natürlich die richtige Einheit so, ne? Also so runter, also kann man das runterkochen. Sondern man könnte natürlich an der Stelle auch eingreifen und könnte sagen, okay, ich hätte es gerne in bezogen auf Quadratmillimeter angegeben. So in der Form. Das hier diskutieren wir natürlich weg. Jetzt müssen wir natürlich noch hinschreiben, dass wir das nochmal 10 hoch 6 mit 10 hoch 6 multiplizieren müssen, damit wir auf die Ohm mal Meter kommen. Ne? So ist das ein bisschen griffiger, weil Sie nämlich den Querschnitt dann in Quadratmillimeter einsetzen können und die Länge in Meter, was auch so die üblichen Größen sind, mit denen Sie hantieren. Ne? Also ein Draht ist halt in Meter lang und in Quadratmillimeter hat er Querschnitt. Ist manchmal ein bisschen handlicher. Der Faktor dazwischen ist halt die 10 hoch 6. So wie es eine Schwester zum Widerstand gibt, gibt es eine Schwester zum spezifischen Widerstand, nämlich die Leitfähigkeit. Die Leitfähigkeit schreibt man mit T, hat nichts mit Leidensfähigkeit zu tun. So wie man nämlich das R so angeben kann, kann man auch das G angeben
als ein Kappa mal A durch L oder daraus folgt natürlich auch ein R gleich 1 durch Kappa mal L durch A. Und dieses Kappa ist eben die spezifische Leitfähigkeit. Können Sie noch mal das Ding da oben anmachen? Können wir noch mal gebrauchen. So, Einheit von dem Ding hier gehen wir auch noch an. Einheit von Kappa ist, naja, die 1 durch die Einheit von Rho, also gleich 1 durch Ohmmeter oder gleich Siemens pro Meter. So, ich hoffe, Sie sehen da noch was. Ich glaube, die hatte ich hier irgendwo mal hingeschrieben. Genau. So, hier haben wir schon mal den spezifischen Widerstand hingeschrieben, das Rho, ne? Auch das noch. Aber dann können die anderen nicht mehr abschreiben. Wir können das Ganze mal versuchen, ein bisschen zu drehen, dann müsste es flacher sein, ne? So. Da fehlen ein paar Zehnerpotenzen. Ne, das machen wir anders. Nee, da fehlt noch was. Gehen wir auf eine andere. Ich habe das Ganze nochmal. Und da stimmt es dann. Deswegen habe ich es da auch wahrscheinlich nie wirklich kontrolliert. Das ist um 2 Zehnerpotenzen war das falsch eben. Daran war es. Ne? Hier steht immer noch dasselbe. Rho in Mikroohm pro mal Meter. Das fehlt dann an dieser Stelle hier. Das ist irgendwie doof. Was Sie sehen, Kupfer hat eben einen sehr geringen spezifischen Widerstand. Silber ist noch etwas besser, aber auch ein bisschen teurer. Nicht? Also jetzt Silberleitungen im Haus verlegen. Kupfer ist schon teuer genug. Aluminium ist billiger, aber auch deutlich schlechter. Und Eisen, je nachdem, was für einen Reinheitsgrad Sie da kriegen und so, hat noch einen deutlich schlechteren oder höheren spezifischen Widerstand. Und bei den Spezialfällen hier wie Platin, was man so für messtechnische Zwecke verwendet, und Konstantan wird es auch noch sehr, sehr, sehr schlecht. Warum man Konstantan verwendet, ist eher eine Frage eines anderen Parameters, der hier auch schon steht. Ich aber erst später behandeln werde. Später haben wir es denn. Ja, können Sie wieder ausmachen da oben bitte. Die Fernbedienung geht leider nicht, sonst hätte ich das ja schon lange selber gemacht. Praktisch ist auch anders. Gut, so, gucken wir uns noch ein Zahlenbeispiel zu dem Thema an. Da mache ich es mir wirklich relativ einfach. Das ist so ein kleines Aufgäbchen hier. Upsa. So sieht man, da ist er. Sie haben, das ist die Aufgabe 2.2. Und zwar haben Sie einen Querschnitt A 1,5 Quadratmillimeter, 160 Meter lang
der Kupferdraht und Rho ist gleich nochmal 17,6 mal 10 hoch minus 9 Ohm Meter. So, wie groß ist der? Jo. Ja. Hängt nur vom Material ab. Wo war ich? Achso, R. R ist Fragezeichen, gleich Fragezeichen. Also das ist zum Einstieg für den ersten Tag relativ einfach. Also Rho mal L durch A. Und wenn Sie das alles einsetzen, 17,6 mal 10 hoch minus 9 Ohm Meter mal 160 Meter durch 1,5 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter, dann kommen Sie hier auf 1,88 Ohm. So, ja, dann, ja, das können wir doch gerade machen. 2, 3 noch. Also das ist nur reines Einsetzen in die Formel gewesen. Das ist auch diese Aufgaben, die hier im Lehrbuch drinstehen, sind auch eigentlich nur die zum bisschen warm werden. Also in dem Aufgabenbuch, das es ja noch von dem Hagmann gibt, sind die Aufgaben schon so ein bisschen kniffliger. Und die Übungsaufgaben, die ich Ihnen gebe, sind auch kniffliger. Aber jetzt für den ersten Tag kann man auch mal so anfangen. Also nicht, dass Sie jetzt glauben, das geht so weiter, so, da kommt irgendwann eine Formel, dann muss ich die Werte in die Formel einsetzen, dann ist alles gut. Nicht? Also es geht schon um ein paar mehr Zusammenhänge. Die Formel steht dann vielleicht sogar noch in der Formelsammlung drin. Naja, Sie wollen also einen, in diesem Fall hier, einen Widerstand von R gleich 10 Ohm soll gebaut werden. Bauen aus einem Manganindraht. Der hat einen Querschnitt A von einem Quadratmillimeter und das Zeug hat eine Leitfähigkeit von 2,3 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter. Wie groß ist L? Das ist eine blöde Tafel, die bewegt sich nach oben. Und naja, wir haben ja R gleich 1 durch Kappa mal L durch A. Das kann man auflösen in L gleich R mal Kappa mal A. Und wenn man dann einsetzt, kriegt man eben 10 Ohm mal, was haben wir? 2,3 mal 10 hoch 6. Ich schreibe es gleich als 1 durch Ohm Meter, damit Sie sofort die Einheiten wegkürzen können. Also das Ohm fällt schon mal raus für das L. Ich schreibe es davor noch mal hin. So, mal, was haben wir hier? 1 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter. Dann sehen Sie auch, dass nur 1 Meter übrig bleibt. Ne? Und wir kriegen eine Länge raus von 23 Meter. So, dann würde ich sagen, wenn es jetzt soweit ist, machen Sie Wochenende. Ich auch. Wir sehen uns Montag wieder, ne? Um 8, Viertel nach 8, irgend sowas in der Richtung. Jo. Machen Sie gerade aus, so dass